Ich begrüße Sie herzlich aus dem Gerhard-Hauptmann-Theater zum Neujahrsempfang der Stadt Zittau. Normalerweise würden Sie hier mit uns sitzen und normalerweise würden wir für Sie spielen. Aber außergewöhnliche Situationen verlangen außergewöhnliche Lösungen. Und so melden wir uns aus dem GHT vernünftig, angemessen und ein bisschen virusfrei. Sie werden in den Genuss kommen, drei Lieder aus dem diesjährigen Wintermärchen, ich hätte gern Weihnachtsmärchen gesagt, aber das klappt ja nun mal nicht, also aus dem diesjährigen Wintermärchen, Die Schöne und das Biest, zu hören und zu sehen bekommen. Als allererstes mit Thilo Werner das Lied Vielleicht, Vielleicht, komponiert von Levente Gujasz und Text von Kerstin Slavek. Was mache ich denn jetzt? Dorf? Louis? Jeanne? Schloss? Wo bin ich denn überhaupt? Jeanne ist im Dorf, da ist sie erstmal sicher. Vielleicht liegt Louis hinterher. Nicht, dass dem Jungen noch irgendetwas passiert. Ach, und vielleicht hat er ja auch recht. Und Belle ist doch noch zu retten. Vielleicht bin ich, das kann schon sein, zu zögerlich und fühle mich klein. Vielleicht habe ich die Chance verpennt. Viel Zeit verstrich, seit wir getrennt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das Wort bringt niemanden voran, verhindert alles, was es kann. Vielleicht, das frisst nur meine Zeit. Ich lass es weg und bin bereit. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht kann ich noch etwas tun. Darf lediglich jetzt nicht mehr ruhen. Vielleicht hab ich auch etwas Glück und feierlich kehrt sie zurück. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das Wort bringt niemanden voran. Verhindert alles, was es kann. Vielleicht, das ist nur meine Zeit. Liebe Zittauerinnen und Zittauer und alle mit unserer Stadt Verbundene, das ist eigentlich gar keine besondere Situation mehr, dass man ein traditionelles Event, ein Fest, eine Eröffnung nicht stattfinden lassen kann, sondern ins Digitale ausweicht, wo wir alle wissen, das reale Leben kann man durch Digitales nicht ersetzen und das ist eigentlich auch wirklich gut so. Nun ist also auch der Zittauer Neujahrsempfang hier im überaus schönen, aber völlig leeren Gerhard-Hauptmann-Theater dem zum Opfer gefallen, aber wir haben uns heute hier verabredet, weil wir es uns nicht nehmen lassen wollen, Ihnen zu zeigen, wie ein Zittauer Jahr losgeht und weil wir auch dieses Jahr wollen, dass ein Unternehmen in Zittau ausgezeichnet wird, das das wirklich verdient hat. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen dafür zu danken, wie Sie das vergangene Jahr agiert, mitgearbeitet, erduldet und auch manchmal heiß diskutiert haben, was angesichts der Corona-Krise notwendig war und auch wahrscheinlich bleiben wird. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um all denen ganz besonders zu danken, die extra viel Kraft und Nervenstärke mobilisieren mussten, um unserer Gesellschaft an ihren empfindlichsten Stellen Hilfe zu leisten. Im Gesundheits- und Pflegewesen, bei all den Hilfsorganisationen und Freiwilligendiensten, die für unser aller Sicherheit sorgen, sowie bei den dieses Jahr zusätzlich in den Fokus geratenen Menschen in den Gesundheits- und Standesämtern sowie bei den Bestattungsdiensten. Und ich möchte und ich muss diese Gelegenheit auch nutzen, um all denen mein tiefstes Mitgefühl und mein Beileid auszusprechen, die in den vergangenen Monaten einen aus ihrem Kreis verloren haben. Denn dieser traurige Moment ist viel zu häufig eingetreten und das ist leider immer noch zu häufig der Fall.
Wir haben alle ein äußerst anstrengendes und oft auch verunsicherndes Jahr 2020 hinter uns und wir sehen leider noch nicht mit Klarheit in das neue Jahr hinein. Ich möchte Ihnen jedoch unbedingt sagen, dass bei aller Diskussion und Erörterung darüber, was der richtige Umgang mit der Situation ist, was angemessene Maßnahmen sind, sich bei mir immer mehr der Eindruck verstärkt, dass wir in Deutschland und natürlich auch wir in Sachsen und der Oberlausitz aus einer Position der Stärke und Sicherheit agieren können. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Mir ist bewusst, dass das nicht alle sagen werden und sagen können und auch nicht wenige Gründe haben, sehr besorgt zu sein, sei es aus wirtschaftlicher, aus sozialer oder pädagogischer, aus sportlicher und kultureller Sicht. Aber mir ist trotzdem bewusst geworden, wie widerstandsfähig unsere Gesellschaft und die Menschen in ihr sind, weil hier über Jahrzehnte im Frieden für Stabilität gesorgt worden ist. Dazu haben wir alle beigetragen, mit unserer Arbeit, unseren Ideen, mit unseren Steuern und der Produktivität, mit Kreativität, mit Geist, mit der politischen Auseinandersetzung, dem ehrenamtlichen Engagement und den wirtschaftlichen Erfolgen. So schwer uns die aktuelle Lage auch vorkommt und so herausfordernd auch die Zukunft sein mag, es gibt nicht wenige Menschen in der Welt, die uns um unsere Standards und um unsere Erfolge beneiden. In Zittau haben wir uns auch im neuen Jahr wirklich viel vorgenommen. Unsere Stadt wächst ausgerechnet im jugendlichen Alter. Wir brauchen genau dort mehr Platz in den Kindereinrichtungen. Wer hätte das gedacht? So kommt es, dass wir nicht nur sanieren und reparieren, sondern dass wir auch aktiv die Erweiterung vorantreiben. Es gibt Menschen, die zu uns kommen möchten. Es gibt Familien, die zu uns kommen und die Platz benötigen. Bei der Schliebenschule ist das längst geschehen, bei der Parkschule im Plan, im Hortenirschfelde ganz, ganz frisch und auch die Kita Querxenhäusl bekommt nach der Sanierung mehr Plätze als zuvor. Das alles ist zwar recht teuer, aber eben auch eine Investition in unsere Zukunft. Und ich glaube, daran liegt es, dass wir an dieser Stelle im Stadtrat bisher kaum diskutiert haben, sondern uns immer einig geworden sind. Einige Großbaustellen der jüngeren Vergangenheit werden nach dem Frost wieder aufleben. Das ärgert dann wieder die Autofahrer. Aber wenn sie fertiggestellt sind, werden wir alle froh darüber sein. Beispielsweise bei der inneren und der äußeren Weberstraße. Und wer hat sich nicht gefreut, dass die größte Holperpiste der Stadt, die Amalienstraße, jetzt saniert ist? Unsere städtischen Gesellschaften haben an vielen Stellen der Stadt kräftig investiert und werden das weiter tun. Dafür bin ich äußerst dankbar. Herzlichen Dank an all die Kollegen, die zum Beispiel auch dafür gesorgt haben, dass aus der Richtung Görlitz eine neue Eingangssituation am Weinauring in Zittau entstanden ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass es möglich war, im vergangenen Jahr endlich das Mammutbauwerk Bergstraße fertigzustellen und dass unser Abwasserzweckverband den Anwohnern im Bereich der Görlitzer Straße endlich eine Entlastung bei Starkregenereignissen geschaffen hat. Das ist das Ergebnis einer Solidargemeinschaft aus Kommunen, übrigens die gleichen, die auch im Naturpark Zittauer Gebirge sehr eng zusammenarbeiten. Denn dort verlief das Tourismusjahr ziemlich ambivalent. Nach einem furiosen Start ins Jahr kam dann der erste Lockdown mit dem abrupten Ende für alle touristischen, gastronomischen und Beherbergungsangebote, gefolgt von einem überaus erfolgreichen Sommer und Herbst, nur um dann wieder in den Winterschlaf erzwungenermaßen zu gehen. Nicht nur in diesen davon betroffenen Branchen können wir so nicht mehr lange weitermachen. Ich hoffe wirklich und ich wünsche es uns sehr, dass der positive Impuls der neuen Impfmöglichkeiten und auch vor allem unser gewachsenes Wissen um die Virussituation uns helfen, zukünftig mit dem Coronavirus und seinen Varianten besser umzugehen und dennoch Kultur, Sport, Gastro, Bildung und unsere ganze Wirtschaft und das gesamte gesellschaftliche Leben wieder aktiv und gemeinsam zu betreiben. Wir haben in Zittau einen etwas schwierigen Jahresstart gehabt, denn mit der Kulturhauptstadtbewerbung, einer so hoffnungsvollen Initiative, haben wir in den letzten Jahren einen Versuch gestartet, für uns selbst eine neue Initiative zu entwickeln, gemeinsam mit der ganzen Dreiländerregion besser voranzukommen. Das hat uns sehr viel Anerkennung in anderen Regionen und anderen Städten eingetragen. Nur hier zu Hause müssen wir uns noch ein bisschen sortieren, nachdem der Versuch nicht so erfolgreich geworden war. Doch es ist dieser Aufbruch in ein neues und vielleicht auch mal Ungewisses, den die Oberlausitz, unsere unmittelbare Umgebung des Dreiländerecks und den unsere Stadt vor allem immer wieder braucht.
So ist es vielleicht auch der Strukturwandel und es ist ganz sicher unsere europäische Umgebung mit starken und hilfreichen Nachbarn mitten in Europa, die es uns ermöglichen, dass in der Zukunft neue Schritte gegangen werden können. Dafür brauchen wir sie alle, ob als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Kulturschaffende oder Pädagoginnen, als Aktive in Sport und Verein, als Jugendliche mit einer idealistischen Mission oder als Oma und Opa mit all ihren Erfahrungen. Dazu wünsche ich uns allen viel Kraft und Gesundheit, aber eben auch Gelassenheit, Fairness und gegenseitige Unterstützung. Bitte denken Sie daran, das können wir uns gegenseitig leisten. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein frohes und ein gesundes neues Jahr 2021. Lassen Sie uns zusammen unsere Stadt voranbringen. Der Zither-Neujahrsempfang widmet sich traditionell dem Wechsel der Jahre, dem Start in das Neue und dem wirtschaftlichen Leben unserer Stadt. Wirtschaftsförderin Gloria Heimann wird uns nun über Schwerpunkte ihrer Arbeit berichten, um dann nahtlos in die Laudatio für den Preis des Unternehmens des Jahres 2020 einzusteigen. Vorab jedoch dürfen Sie jetzt sehen und hören, das wäre doch gelacht, mit Martha Pohler und Maria Weber. So mancher brüllt und schreit herum und stellt dich hin, als wärst du dumm. Er steigert sich hinein so tief und wird am Ende aggressiv. Will der Kerl mich wirklich hauen? Na, da wird der blöde Schaum. Hey, leg dich nicht mit Mädchen an, weil auch ein Mädchen kämpfen kann. Wär doch gelacht, ha 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 ha, nimm dich in Acht, ha 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 ha. So mancher Kerl, das ist so krass, erklärt dir dies, erklärt dir das. Selbst wenn du all das besser weißt, denkt er doch glatt, er hat mehr Geist. Der Depp will mir die Welt erklären, na, das werd ich ihm erschweren. Hey, leg dich nicht mit Mädchen an, weil auch ein Mädchen denken kann. Wär doch gelacht, ha 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 ha, nimm dich in Acht, ha 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 ha. Manch Räuber lauert wohl im Wald, schauen gierig in dem Hinterhalt. Er will mir rauben Hab und Gut und rechnet nicht mit meinem Mut. Will der Dieb mir etwas stehlen, na, da wird er aber fehlen. Hey, leg dich nicht mit Mädchen an, weil auch ein Mädchen rennen kann. Wär doch gelacht, nimm dich in Acht. Ha. Wär doch gelacht, nimm dich in Acht, leg dich nicht mit Mädchen an. Dieses Lied würde direkt wunderbar passen, um in die Laudatio für das Unternehmen des Jahres einzusteigen. Aber bevor es soweit ist, meine Damen und Herren, möchte ich mich den guten Neujahrswünschen des Oberbürgermeisters anschließen. Für Sie, Ihre Familie, Ihr Unternehmen, Ihren Verein, Ihre Institution. Was für ein Jahr liegt hinter uns? Ein Jahr der Extreme, so auch im Tourismus. Der Herr Oberbürgermeister hat das Wechselbad der Gefühle bereits gezeigt. Ich bin mir sicher, dass unsere Region 2020 nicht nur Lückenbüßer im Sommer mangels Alternativen war, sondern die Qualität unseres touristischen Angebots überzeugt hat und zum Weiterempfehlen und Wiederkommen bewegt. Auch aus dem produzierenden Gewerbe gab es Hochs und Tiefs zu vermelden. Unternehmen gaben den Standort Zither und Oberlausitz auf, verbunden mit schmerzhaften Arbeitsplatzverlusten. Die Zifru beendete die Produktion und wir werden bei günstiger Wetterlage keinen Zwiebelduft mehr vernehmen. MS Powertech schloss, in der Sache nicht überraschend, aber in der Art und Weise doch enttäuschend, die Tore. Und das historische Postgebäude verliert zumindest für den Kunden einen Teil seiner Funktion. Für den letzten Fall darf ich Ihnen aber mitteilen, dass ein ansässiges Unternehmen gewonnen werden konnte und bereits nächste Woche in der Reichenberger Straße das Angebot aufnimmt. Mit den ersten Spatenstichen für den neuen Firmenstandort des Unternehmens Arno Henschel GmbH
und der Erweiterung des Fraunhofer-Instituts verbinde ich dagegen Impulse für Wachstum und gestärkte Innovationskraft für Zittau und Umgebung. Im Ausblick auf 2021 wird diese positive Aussicht durch die zeitnahe Eröffnung des DLR-Instituts in Zittau unterstrichen. Auch für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war es ein Jahr der Extreme. Kurzarbeit für die einen, Schwerstbelastung für die anderen und für viele Doppelbelastung mit Job und Kindern. Viele Chefs loben ihre Belegschaft für ihre Einsatzbereitschaft, Flexibilität und ihr Verständnis. Und das belohnen sie trotz aller pandemiebedingten Widrigkeiten bezüglich Auftragslage und Einnahmesituation mit weitestgehender Arbeitsplatzsicherheit und führen ihre Anstrengungen im Bereich der Mitarbeiterbindung fort. Das drückt sich auch in der Entwicklung der statistischen Kennziffer der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus. Sehr geehrte Damen und Herren, Mitarbeiterbindung, das ist schon mein Stichwort, um zur Laudatio für das Unternehmen des Jahres überzuleiten. Dass der Arbeitsmarkt sich zumindest in vielen Berufsgruppen schon länger gedreht hat, spüren Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch ich als Wirtschaftsförderin. Wir haben in den letzten Jahren Angebote wie die Spätschicht, Rückkehrertage und den Berufepark als Instrumente der Berufsorientierung und Fachkräftesicherung entwickelt, die allesamt gut nachgefragt sind. Das Unternehmen des Jahres gehört zu einer Branche, die mehr als andere von einem starken Fachkräftebedarf geprägt ist. Das Unternehmen kümmert sich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber nicht erst seitdem es der Arbeitsmarkt verlangt, sondern versteht es als Unternehmenskultur. Alle Maßnahmen wie Gesundheitsprävention, gemeinsame Zielplanung und ein offener Führungsstil leiten sich aus der Haltung der Wertschätzung ab. Dafür hat das Unternehmen 2015 und 2017 in deutschlandweiten Wettbewerben sogar Preise erhalten. Beim Wettbewerb Great Place to Work und beim Gesundheitspreis der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Leider wurde es immer der zweite Platz, was die Unternehmerin sehr gewurmt hat, wie mir verlässliche Quellen berichteten. Mit dem Titel der Berufsgenossenschaft lüftet sich schon ein Teil des Geheimnisses. Ausgezeichnet wird dieses Jahr ein Unternehmen aus der Pflegebranche. Schon letztes Jahr hat die Jury, bestehend aus Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, dem Unternehmerverband Zitter und Umgebung, dem Oberbürgermeister und mir als Wirtschaftsförderin festgestellt, dass es in der Liste der ausgezeichneten Unternehmen bisher kein Unternehmen dieser Branche gibt. Dabei ist sie nicht nur bedeutender Arbeitgeber für Stadt und Region, sondern leistet auch in ganz normalen Zeiten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Mit dem Preis soll meist auch stellvertretend die Leistung einer Branche hervorgehoben werden. Das Unternehmen wird es mir verzeihen, wenn ich das aktuell besonders unterstreichen möchte. Eine Zeit, die denen, die in der Pflege, sei es im Krankenhaus, in Altenheimen, in der mobilen Pflege oder Tagespflege, Übermenschliches abverlangt. Dafür ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ausgezeichnet wird dieses Jahr die mobile Hauskrankenpflege GmbH mit Frau Birgit Kröber. Die 89 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen im Monat durchschnittlich 300 Pflegebedürftige von der Fußpflege über die Tagespflege bis hin zur ambulanten und teilstationären Pflege. Das 2006 gegründete Unternehmen bietet in drei Objekten altersgerechtes Wohnen an. Bei zweien davon handelt es sich um denkmalgeschützte, stadtbildprägende Häuser am grünen Ring unserer Stadt, die das Unternehmen ansprechend saniert und damit zum Leben erweckt hat. Birgit Kröber, die als Geschäftsführerin hinter dem Unternehmen steht, ist engagiert, aktiv in regionalen und berufsständischen Netzwerken, visionär und innovativ. Ganz ohne vielleicht und eine, die kämpfen kann, eine, die denken kann und eine, die rennen kann, um mit den Songtexten des Weihnachtsmärchens zu sprechen. Frau Kröber, herzlichen Glückwunsch für Sie als Unternehmerin und Ihr Team zum Zittauer Unternehmen des Jahres 2020. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Gröber, im Namen der Jury, im Namen der Stadt Zittau, herzlichen Glückwunsch und lassen Sie uns das bei nächster Gelegenheit bestmöglich feiern. Danke. Vielen, vielen Dank für diese Auszeichnung. An mich als Unternehmerin, an mein Team und symbolisch an viele meiner Berufskollegen, die gerade Außergewöhnliches da draußen schaffen. Was ist unser Antrieb, das zu tun, wie wir es tun? Wir, die mobile Hauskrankenpflege, wir arbeiten am Ende der demografischen Entwicklung. Das Thema Alter und Tod finden viele als belastend, bedrückend, schieben diese Themen vor sich her und können dies nur schwer ausdrücken oder aushalten. Und deshalb ist es schwierig, diesen Teil des Lebens zu akzeptieren oder gar wertzuschätzen. Und genau an diesem Punkt setzt unsere Arbeit an. Unser Firmenslogan ist: Wir bewegen was mit Wissen, Respekt und Leidenschaft. Und das heißt, neben den alltäglichen Dingen nie den Blick für das Individuelle zu verlieren, für die Situation, dort angemessen zu reagieren und den Menschen, die sich uns anvertrauen, immer eine Portion Zuversicht, Respekt, Wertschätzung und Lebensqualität zu geben. Um das zu schaffen, dafür brauchen Sie ein Team. Und in einem Team, wo Vertrauen herrscht. Vertrauen jeder Einzelne für sich selbst und Vertrauen untereinander. Denn das ist die Verantwortung des gesamten Teams. Bei uns gibt es nicht den einen Verantwortlichen, der für alles zuständig und verantwortlich ist, sondern die Leistung trägt das ganze Team. Und wenn das gut funktioniert, dann können Sie so große Dinge schaffen. Wie zum Beispiel solche Preise holen. Ich habe 1998 als Einzelunternehmen mit einem Pflegedienst gegründet und 2006 in eine GmbH umformiert. Seit 2005 sind wir mit Mitarbeiterbefragungen zu physischen und psychischen Belastungen. Genauso werden unsere Führungskräfte von den Mitarbeitern bewertet, um einfach zu schauen, ob jeder noch an der richtigen Stelle ist. Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das ist uns ganz wichtig. Auch Vereinbarkeit mit Beruf und Familie. Weil über 90% sind bei uns Frauen beschäftigt. Und die haben oft eine Mehrfachrolle im Leben. Und ich kann nur einen guten Job leisten, wenn alles in einem ausgewogenen Verhältnis ist. Und um dort uns zu messen mit den anderen, haben wir uns 2015 und 2017, wie man so schön sagt, in die Bundesliga begeben und haben uns mit anderen Unternehmen deutschlandweit gemessen und sind jedes Mal auf Anhieb auf den zweiten Platz gekommen. Ja, okay, es hätte der erste sein können, aber wir waren furchtbar stolz auf dieses Ergebnis. Weil Mitarbeiter wollen in erfolgreichen Unternehmen arbeiten. Und somit sind auch diese Bauprojekte, die wir im Laufe der Zeit mitgestemmt haben, neben dem Alltäglichen. Nur deshalb konnte ich mich immer auf mein Team so verlassen und solche Projekte angehen. Wenn ich an unsere Bauprojekte denke, dann fallen mir immer zwei Worte ein. Das erste ist Mut. Ja, ich war sehr, sehr mutig, zwei Bauprojekte gleichzeitig mitzuleiten, mit auf den Weg zu bringen. Und mutig bei der Entscheidung, dass mein Team das mitträgt. Und das andere ist Vertrauen. Vertrauen in mich selbst, dass das Konzept, die Idee, dass das ein absoluter Mehrwert für das Unternehmen ist, für meine Mitarbeiter, für unsere Kunden und Klienten und letzten Endes auch, wie der Karl Liebknecht-Ring zeigt, für die Stadt Zittau. Das macht mich furchtbar stolz. Und ich möchte heute hier die Bühne einfach noch mal nutzen, um ein ganz paar persönliche Worte und ein riesengroßes Danke an mein Team zu senden. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, was gerade die letzten 8 Wochen so viel
Bereitschaft gezeigt hat, sich diesen außergewöhnlichen und schwierigen Situationen gestellt hat, hat diese mitgestaltet. Viele von meinen Mitarbeitern sind an ihre Grenzen gegangen und weit darüber hinaus, hatten den Mut, eine extra Meile zu gehen, auch mal in den Schuhen des anderen zu laufen, sprich andere Aufgaben mit zu übernehmen. Und das funktioniert nur mit so einer tollen Mannschaft, wie ihr es seid. Deshalb aus tiefstem Herzen danke. Danke für euer Denken und euer Handeln. Danke an jeden Einzelnen von euch, dass es euch in meiner Firma gibt. Und danke, dass ihr jede Entscheidung, die wenig Spielraum manchmal gelassen hat, mit uns mitgetragen habt. Vielen Dank. Liebe Frau Krüber, es erfreut mich natürlich besonders, dass Sie quasi als Nachbarin den Preis bekommen und möchten mich im Namen aller Mitarbeiter des Gerhart-Hauptmann-Theaters auch nochmal herzlichst für Ihre Arbeit bedanken und Ihnen mit diesen wunderschönen Blumen, unter anderem Rosen, gratulieren. Dankeschön. Vielen Dank. Sie wissen vielleicht, dass in unserem wunderbaren Märchen Die Schöne und das Biest Rosen eine ganz besondere Rolle spielen. Bald können Sie hoffentlich das Stück live erleben, aber bis es soweit ist, werden Sie es auch online erleben können. Aber Sie können sich sicher sein, wir freuen uns auf nichts mehr, als dass Sie hier im Zuschauerraum mit uns atmen, mit uns fiebern, dass Sie Gefühle äußern, dass Sie lachen, vielleicht weinen, schmunzeln und am Ende eine Vorstellung applaudieren. Drei fertige Premieren warten auf Sie. Auf der großen Bühne Misery, in den städtischen Museen Zittau, Nipple Jesus und die bereits erwähnte Inszenierung von Schöner und das Biest. Und jetzt zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein Lied zeigen, und zwar Solange es Rosen gibt, in der Interpretation von unserem neuen Schauspieler Philipp Scholz. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie vernünftig und ein wunderbares, erfolgreiches, gesundes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ach, Rose, du bist da, egal was kommt, was war. Du fragst nach Schönheit nicht, erträgst selbst mein Gesicht. Du brauchst kein Gold, kein Haus, kommst mit so wenig aus. Du brauchst für deine Triebe nur Wasser, Luft und Liebe. Solange es Rosen gibt, wird die Welt sich weiter drehen. Solange es Rosen gibt, wird man Sterne leuchten sehen. Solange es Rosen gibt, werden Märchen neu geboren. Solange es Rosen gibt, geht die Liebe nicht verloren. Solange es Rosen gibt, wer alles auf der Welt nur so, wie's dir gefällt. Und Menschen wären wie du, sie hörten sich ruhig zu. Und niemand weit und breit empfände jemals Neid. Es gäbe
keine Kriege, nur Wasser, Luft und Liebe. Solange es Rosen gibt, wird die Welt sich weiter drehen. Solange es Rosen gibt, wird man Sterne leuchten sehen. Solange es Rosen gibt, werden Märchen neu geboren. Solange es Rosen gibt, geht die Liebe nicht verloren. Solange es Rosen gibt.